ihn? Okay, hier machen wir gleich weiter mit Battlefield Hardline und wir sind hier auf der Flucht. Was? Warum kann ich hier nicht lang? Wo hänge ich? Ich hänge! Alter, ich hänge! Oh Gott! Ich dachte schon. Jawohl, ja! Der war gut. Wartet mal, ich kann ja hier durch... Nee, doch, hier kann man durchkriechen. So, ich komme zu dir. Ist da noch wer? Da ist doch keiner mehr, oder? Ich glaube, wir haben sie. Du, ich glaube, wir haben's. Okay, ich rück mal weiter vor. Bleib dran. Wollen wir nicht einfach so ein Taxi nehmen? Oder das hier, das sieht doch... Ah, tatsächlich, das nehmen wir echt. Okay, jetzt bin ich mal der Fahrer. Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Yep. Bams. Ramsey Bams. Wo fahren wir lang? Ich fahr links rum. Alter Falter. Verdammt, was für ein Theater. Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Langsam. Erst müssen wir Boomer finden. Das ist ja cool. Wackel, Dackel. Er ist auf Kangs Schrottplatz. Nicht weit weg. Ohne ihn kann ich die Dateien nicht lesen. Was? Du kannst die Dateien nicht lesen? Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Oh, shit! Deswegen muss man immer nach vorne gucken und hier nicht rechts und links raus. Okay, verstanden. Wir melden uns. Ja, wir melden uns. Oder auch nicht, wenn ich hier wieder irgendwo davor fahre. So ein bisschen wie Need for Speed Underground. Da gab es auch so ein Level, wo man da runter... Oder so eine Map. Oder insgesamt. Das ist echt... Nur das ist halt dunkler, wa? Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Puma. So, dann steigen wir mal aus. Zum Schrottplatz fahren. Das haben wir natürlich gemacht. Den Schrottplatz untersuchen. Er rennt hier schon so zielstrebig rein. Ist bestimmt schon die Kacke wieder am Dampfen. Mindestens 5 oder 6 Typen. Echt, ich sehe keinen einzigen. Oh, doch, da. Warte mal, warte mal. Was machen wir mit ihm hier? Oh, juhu. Der heißt Oh, juhu. Den müssen wir festnehmen. Da hinten ist was Explosives. Ich würde mal sagen, wir versuchen es natürlich nochmal leise. Wir wissen natürlich alle, dass es eh nicht funktionieren wird bei mir. Es wird wieder desaströs enden und eine wilde Schießerei geben. Aber, naja, er hat es halt stets versucht. Er war stets bemüht, so steht es auch immer in meinen Zeugnissen. Oder stand's. Nee, steht ja immer noch drin. Das war gut. So, Hände hoch, ihr Ficker, ihr alten Spacken, Flossen hoch. Nummer 1. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass der andere mir dann einen hier reindrückt. Aber da haben die Entwickler sich gedacht, nee, da bleiben wir mal fair. Was ist das? Was habe ich jetzt? Ah. Warte. Ach, Mann. Also immer, wenn ich die dann komisch hier messern will oder knüppeln, dann wird das nie was. Das war ja kacke. Das sollte eine Ablenkung sein, aber die standen ja schon alle da. Das ist ja doof. Das war sinnlos. Damit habe ich meine Position nur verraten. Das war nicht gut. Nee, warte mal, hier. Aber ansonsten, der erste Plan, der war gar nicht so verkehrt. Ach, hier kann man auch durchgehen. Jetzt ist der gar nicht mehr da hinten. Die spielen echt mit dem Feuer. Keine Ahnung, was die sich einbilden. Wenn Kang das rausfindet, hat er denen die Hände. Hallo. Ging gerade so nochmal gut. So, gute Nacht. Jetzt könnte man sie natürlich wirklich hier hinlocken. Jetzt muss man es wissen. Oh, guck mal hin. Ah, da kommt natürlich genau der Richtige zu uns. Shit, jetzt kommt der Falsche. Hier sind zwei... Oh. So, du Schwein. Auf den Boden mit dir. Auf den Boden der Tatsachen. So, der checkt gar nichts.
eiskalt so alle. Zack! Na, da hätte ich mir wahrscheinlich die Hand gebrochen. Damit hätte man jetzt auch den wir eigentlich haben wollen. Guck mal dahin. Was ist das denn? Das fragt sich jeder. Gute Nacht, du Spacko. Sehr gut. Gegner überwältigt. Genau das wollten wir. Aber da hinten ist noch einer. So, Flosse hoch. Du bist der Einzige. Und jetzt runter mit dir. Du dreckiges Gesocks. So, was habe ich denn nochmal von dem Ding? Was bringt mir das denn? Moment! Das lockt die halt an, aber... Scheiße! Aber wer denn nur? Naja, aber toll, es ist ja nur ein Gegner jetzt noch gespawnt, oder? Was ist das? Was ist das ja jetzt? Aber was haben wir hier? Designertasche zum Transport von Kokain. Mensch, sowas gibt's heutzutage schon. Kann man bestimmt bei Amazon bestellen. Vermutlich gehört sie Lilly Kling Klang. Wahrscheinlich. Zweigt sie sich etwas von diesem Gatten ab? LK. Was macht Lilly Kangs Gepäck denn im Parkhaus? Lilly Kling. Kling Kling Klang. Kling Klang oder nicht? Wo ist denn der jetzt hin? Oh. Ich weiß. Fuck! Oh, ich möchte ihn eigentlich nicht erschießen. Oh, der geht mir aber auf den Zunder. Mann! Was? Ach hier, das wäre drinne. Ah, das gehört zur Story. Ich dachte, ich kann ihn nur damit ablenken. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit dir gemacht? Die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben es auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich, auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist auf der anderen Seite des Lagerhauses. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du im Kofferraum. Was? Nee. Vergiss das, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da. Ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Nein. So, Klappe zu, Affe tot. Nein, aber tot ist er hoffentlich nicht. Wollen wir nochmal anklopfen? Hallo. Falls du irgendwann eine Waffe finden solltest, bitteschön, dann hast du jetzt die passende Munition dafür. Alter, hör auf zu labern. Wir wissen beide, dass ich dich nicht rauslassen werde. Du bist zu wichtig. Muss ich hier hoch? Nee, wo ich denn hin? Auf jeden Fall ist auf der Karte so eine kleine Lücke, aber ich vermute mal, dass das nicht der reguläre Weg ist. Lass mich rein, ihr Schweine! Wie komme ich denn jetzt da rein? Hier drüber. So? Nee, ach komm. Das ist doch aber machbar hier, oder? Ist doch... Ach so, stimmt, die Keycard, da war ja was. Ich dachte, die Keycard muss man erst am Ende von dem Ding benutzen. Aber anscheinend schon jetzt. Oh, da haben wir schon die nächsten. Und wir gehen natürlich wieder von oben rein. Es ist vermutlich immer der beste Weg. Oh, hallo. Du tanzt scheiße. Dafür musst du festgenommen werden. So. Vibriert hier schon wieder irgendwie mein Höschen? Ich wusste es doch. Ach nee, was ist das? Ein Waffenschrank. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Muni mitnehmen. Voll die Disco-Party hier. Oh, guck mal da. Was müssen wir mit dem machen? Den müssen wir festnehmen. Ich wechsle immer so oft die Pistole mit dem MG, weil ich... Ich habe keine Ahnung, wie geht denn das hier sonst? Achso, ich muss nur nochmal antippen. R2. Ja, gut ist der Song nicht, aber es gibt schlechtere, sagen wir es mal so. Oh. Geht der jetzt hoch? Was war das? Das ist eine gute Frage.
Gute Nacht. So, hier hat auf jeden Fall das Handy wieder vibriert. Das heißt, hier ist er. Oh, da hinten sind sie. Wie macht man das jetzt? Die sind natürlich auf allerengstem Raum hier. Und tschüss. Zack. Deine scheiß Designer-Sonnenbrille kannst du gleich mal vergessen. Und adieu. Stehen aber auch alle günstig für mich. Das sind die eine Richtung nur gucken. Da! Na, nicht umdrehen, Freund Blase. Du bist festgenommen. Gegner überwältigt. Haftbefehl. Sehr gut. Das gibt mega viele Punkte. Flossen hoch. Und dann auf den Sack, Mann. So, wenn er jetzt aufsteht, dann stößt er sich den Kopf an der Drehmaschine hier. Ich habe wirklich mal in der Werkstatt gearbeitet und diese Drehmaschinen, die werden zum Ausfräsen von solchen Kolben benutzt. Damals in der Schule, Ferienarbeit, ach wie schön. Was ist das ja? Von wem ist das? Kenne ich nicht. So. Kann ich das, die Alarmanlage anmachen? Was? Was ist mit dem Scanner los? Der dreht voll am Rad. Aber warum vibriert der? Was ist hier? Ah, hier. Was? K-Pop-CD. Was ist denn die K-Pop-CD? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt Werbung, oder? Schleichwerbung. Ah, hier. Fernzünder. Was haben wir denn da Schönes? Ein aktiver Fernzünder, der bereits Signale überträgt. Es gibt also irgendwo eine Bombe, die darauf wartet, dass jemand diesen Knopf drückt. Gottverdammte Scheiße. Haben wir noch irgendwas? Was ist hier? Ein Stinkelappen. Immer gut in der Werkstatt. Oh Gott, da kommen Erinnerungen hoch. Ferienarbeit. In der Werkstatt. Es war... Naja, was soll ich sagen? Man hat ein bisschen Geld verdient, aber schön fand ich es persönlich. Nicht. Meins war es nicht. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Wo müssen wir denn hin? Können wir nicht die ganzen Tore hier aufmachen? Ein bisschen frische Luft da reinlassen. So, jetzt sind wir wieder drin. Zack. Müssen wir wahrscheinlich hier hinten durch, oder? Gibt es hier noch einen Ausgang? Da. Exit. Ist aber rot. Darf ich nicht lang. Geht trotzdem auf. Verflixt. Jegliche Computerspielregeln werden hier gebrochen. Was haben wir hier? Gordon Freeman hat mir was übrig gelassen. Ein Schlepptop. Gucken wir nochmal gleich. Alter Falter. Oh Mann. Hast du ein gruseliges Gesicht. Tierisch erschrocken. Na warte. Bams. Die Bams. Ups. War ich das etwa? Meg, was zum Henker war das gerade? Mach dir keine Sorgen. Ich komme zurück. Oh. Oh Gott. Der Tod ist weg. Jegliche Beweise sind hinüber. Oh oh. Oh oh. Ich gehe einfach außen rum. Haha. Geht natürlich nicht. Was? Warum wissen die jetzt schon wieder, wo ich bin? Oh fuck, oh scheiße. Euer Wortrepertoire ist aber auch sehr begrenzt. Ach, ich habe hier Einzelschusskacke drin. Sehr begrenzt. Einzelschusskacke. Spacko. Zack. Boom, boom, zack. Boom, boom, zack. Wo ist er denn? Hattie. Hattie von Headshot. Ich sehe nichts. Ich sehe genau dich. So, jetzt raus hier. Ich habe das Gefühl... ran an den Speck. Oh, shit. Nicht, dass ich hier in den Kofferraum reinholze. Da ist ja noch mein Kollege drin. Der sieht gar nichts mehr. Oh, oh. Shit, den treffe ich nicht. Oh, von wegen. Geil, ein Headshot. Alter, 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 Alter. Hey, hier, da. Wer ist das?
Oh, ein bisschen Muni. Na, wie werfe ich denn das Ding hin? Ja, klar, wie kann denn das jetzt hier haften? Ja, warte, Munition habe ich. Ich gebe dir was. Die haftet hier dran an eurem Auto. Ist magnetisch. Kann man Magneto mit alle machen. Ja, ja. Du weißt doch hier auf die... Ey, das ist doch nicht... Der hat sich hier immer zu hin und her gelehnt. Shit, wir müssen jetzt aber auch hier weg. Was mit ihm? Ach, er ist schon weg, na klar. Der Kofferraum ist leer. Mach ich das Ding wieder hoch. Geht nicht, schade. So. Wir können... Ui, irgendwer schießt. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Hihi. So. Schade, ich dachte, brennt noch ein bisschen was. Mann, stirb, du Hund. Ist, glaube ich, nur noch einer, oder? Mein Kollege könnte mir ja mal helfen von da oben. Weißt du, ein bisschen runterrotzen. Da ist noch einer. Hallo. So, ich bin am Car. Into the car. Wo ist der Junge? Keine Ahnung, hat sich wohl verdrückt. Ich will meinen Laptop. Solltest du nicht im Kofferraum warten? Wir reden später, okay? Los, los, los. Oh, ich muss fahren. Sleeping in my car. Roxette. Ui, das war eng. Festhalten, Jungs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bams, die Schwärms, die Bams. Das war dumm. Alter Falter. Da kommen die Nächsten. Die wissen natürlich schon, dass wir hier unten lang fahren. Deswegen lauern die hier. Ist auch der beste Weg hier unten. Auf jeden Fall, wenn die Mucke erstmal richtig aufgedreht. Alter, der trifft mich. Er trifft mich wirklich. Lass das. Autoheilung. Sehr schön. Vielen Dank. Voll auf die Pulle getreten hier. Nope. Also wirklich ein bisschen wie Need for Speed Underground, ne? Ja, oder? Alter, Falter, der trifft mich. Könntest du auch mal was machen? Ach, er schießt. Ja, anhalten wollte ich nicht. Was? Wer hat Raketen? Oh! Das war dumm. Das war dumm. Fluchtwagen zerstört. Einsatzziel gescheitert. Da war mal auf zu heißen Reifen unterwegs. Da dachte ich mir, die müssen wir erstmal abkühlen. Aber die Speicherpunkte sind immer ganz fair gesetzt. Wenn es sich oben mal austüddeln würde. Okay, wir müssen doch nochmal alles machen. Mit dem Wagen entkommen. Dankeschön für diesen Tipp. So, man muss tatsächlich immer mal bremsen. Alter, ich rammel aber auch immer davor hier, ne? Und springt genauso runter, dass man das abkriegt. Toll. Schon wieder tot. Direkt erschossen. Auch eben. Ich bin da runtergebrettert, hat aber keine Chance. Ich konnte echt nicht ausweichen. Ich bretter genau gegen diesen Pfeiler. Das haben sie sich auch mal angewöhnt hier bei Medal of Honor, ne? Da gab es, glaube ich, zum ersten Mal diese Fast-Szenen. Und seitdem haben sie die, glaube ich, drinne. Spielt sich aber echt gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht unbedingt wie ein Rennspiel. So, endlich. Mal was Sinnvolles gemacht. Ah, naja, fährt sich schon ein bisschen schwer. So leicht verzögert die Steuerung, habe ich das Gefühl. Deswegen sterbe ich. Ansonsten würde ich das natürlich mit Bravour meistern. Mal, geh mal weg hier. Meister, verpiss dich. Da. Kann ich mich umdrehen? Nee. Ich sollte nicht so dicht am Wasser rumfahren. Ich bin nicht der beste Fahrer. Ja, genau. So würde es mir dann auch gehen. Das Problem ist, die treffen mich halt immer wieder. Und das tut weh. Alter, das war die Rakete, die er meinte. Die wollte ich euch nochmal zeigen. Deswegen bin ich eben gestorben. Alter Verwalter. Das sind alle Fehlzündungen von dem VW-Bus da vorne. Hippie-Bus. Alter. Schlangenlinien. Bist du verrückt, Mann? Dann landen wir im Wasser. Mach sie alle. Genau, knall sie ab. Kann doch keiner schießen. Bam. Lass uns Plätze tauschen. Nimm das Lenker. Wer wollte mich verarschen? Wer kommt jetzt auf so eine blöde Idee? Ja, halt doch noch bei Mc's an. Wir bestellen noch was im McDrive. Wir haben ja so viel Zeit. Los, halt hinter dieser
Alter, Mann. Was? Sag mal, von wo sie kommen. Was ist das für eine unendliche Munition-Knarre hier? Die ist ja geil. Nachladen. Brauche ich nicht. Oh, oh. Okay, das ist ein bisschen sehr unrealistisch. Hätte ich die Knarre die ganze Zeit gehabt, dann hätte ich die natürlich mitgenommen. In jeglichen Missionen. Okay, angeknuspert haben wir. Jawohl. So, jetzt noch der Fahrer. Oder wenigstens die Reifen. Scheiße. So. Den hätten wir. Hi. So, das sind zwei Knarren an uns dran. Ich treffe ihn nicht, Der vor uns muss erstmal weg. Aber ich glaube, jawohl. Können wir dich wieder raus aus der Arena hier? Ui! Kacke, Mann, wow. Wow. Mit dem war nicht gut Kirschen essen. Ab in die Metro. Den habe ich ihn getroffen. Der Hitmarker war da. Na, warte mal. Auf welcher Seite kommt natürlich jetzt der Zug? Ramm ihn rüber, Mann. Komm schon. Bams, die Schwärms. Ui, das war knapp. Raus hier. Geil, geil. Hat dann doch richtig Fetz gemacht. Auch mit dem Platztausch war cool. Mit dem Wagen entkommen, Einsatzziel erreicht. Heilige Scheiße. Gerade so hier rausgekommen. Okay, das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und dann verkaufen sie ans Auto aus. Mann, hätte von mir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Dorst-Leute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Ja, ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Ho, ho, ho. Diese Ironie von ihm, Kollegen. Werkstatt untersuchen. Und unsere Karre hat hier gut was abbekommen, ne? Also Hammer. Krass. Ich würde am liebsten nochmal drauf schießen, um zu gucken, was passiert. Ich mach's mal. Ah, sieht man leider keinen Schaden mehr, außer hier. Ich dachte, man könnte die Scheibe noch ein bisschen einschießen. Oh. Das ist ja geil. Kannst du echt das Innenleben hier einzeln abknallen. Aber die Scheibe, die hat irgendwie keinen Hitmarker mehr. Ah, das ist ja geil. Guck mal, können hier überall Einschusslöcher machen. So, genug Blödsinn gemacht. Nochmal Muni holen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hier auf Linda. Tschüss.